Facebook hat reagiert. Fake News, also als Nachrichten getarnte Lügengeschichten, sollen künftig von Journalisten einer unabhängigen Stiftung gekennzeichnet werden. Der Post wird nicht gelöscht, sondern als unglaubwürdig markiert. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Nadine Schön. Sowohl Hate Speech als auch Fake News sind wahnsinnig wichtige Themen. Und vor allem ist für den einzelnen Nutzer wichtig, dass wenn entweder Falschmeldungen oder Beleidigungen über ihn verbreitet werden, dass er einen Ansprechpartner hat und dass es transparente Verfahren gibt, die ihm schnell zu einer Prüfung und dann auch, wenn es um strafbare Inhalte geht, zu seinem Recht verhelfen. Und das ist bis heute nicht der Fall. Und hier müssen die Plattformen schleunigst nachbessern. Gemeinsam mit Opfern, Juristen und Vertretern der Netzwerke hat die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag bei einem Fachgespräch weitere Maßnahmen beraten. Denn allzu oft werden beleidigende oder diffamierende Posts zwar gemeldet, von den Plattformbetreibern aber trotzdem nicht entfernt. Unionsfraktionschef Kauder sieht hier dringenden Handlungsbedarf. Wir formulieren das in einem klaren Satz als Ziel. Das Recht muss auch in den sozialen Medien gelten. Das, was in der analogen Welt verboten ist, muss auch in der digitalen Welt verboten sein. Die Facebook-Vertreterin weist darauf hin, dass es bei der Fülle von Postings sehr schwer ist zu erkennen, was illegal ist und was nicht. Es ist nachvollziehbar, dass man eine Verantwortung bei uns sieht. Das ist gar keine Frage. Und ich möchte betonen, dass wir das auch annehmen. Nur den Weg zum Ziel, der ist sehr kompliziert. Die Unionsfraktion tritt dafür ein, dass die sozialen Netzwerke leicht zugängliche Beschwerdestellen schaffen, die innerhalb von 24 Stunden reagieren müssen. Sonst droht ein empfindliches Bußgeld. Fakt ist, dass es Probleme in der Rechtsanwendung gibt. Hier sind die Plattformen gefragt, Mechanismen zu entwickeln, die den Menschen hier in Deutschland schneller zu ihrem Recht verhelfen. Aber ich schließe auch nicht aus, dass wir gerade im Hinblick auf das Telemediengesetz auch nochmal das Gesetz verschärfen, um auch die Pflichten der Plattformanbieter noch deutlicher zu fassen und auch entsprechende Bußgeldtatbestände zu schaffen, damit die Rechtsdurchsetzung einfach schneller funktioniert.